herzlich willkommen zu unserer Sendung Brinkmann und König. Und wir beide, Ewald König vom Korrespondentenbüro. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Laden uns immer jemanden ein, den wir gerne wie eine Zitrone ausquetschen möchten. Die Hose passt aber schon dazu. Aber sonst lassen wir das Quetschen mal heute sein. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir Sie heute hier haben. Anja Karliczek, Sie waren Bildungs- und Forschungsministerin unter der Kanzlerin Angela Merkel. Und jetzt sind Sie nur noch CDU-Bundestagsabgeordnete und sitzen im schönen Touristikausschuss. Herzlich willkommen. Nur noch heißt das, Sie ist souverän als Parlamentarierin. Was mich immer so interessiert hat, und Sie wahrscheinlich auch zu Hause, das merke ich aus den Mails, die ich kriege, wie geht so im Kopf der Ministerin vor, wenn sie entlassen wird? Naja, man macht sich, glaube ich, nicht klar, dass die Zeit, wo man selber sehr kreativ sein kann, in dem Moment zu Ende ist. Das merkt man danach. Tiefes Loch? Nein, tiefes Loch ist, glaube ich, der falsche Begriff. Man tauscht ein bisschen mehr persönliche Freiheit gegen ein sehr kreatives Amt wieder ein. Aber es hat alles seine Zeit und aus der Zeit dieser 4 Jahre kann man auch heute vieles ziehen. Also auch die Frage, ich sag mal, wie es jetzt weitergeht in diesem Transformationsprozess. Wir stecken ja noch mittendrin. Ist das Wissen der letzten 4 Jahre Gold wert? Wenn Sie, Ewald, eine kurze Frage noch. Woran oder was werden Sie Ihren Enkel, Urenkel, Kindern, sofern welche da sind, am Ende Ihres Lebens erzählen? Was war meine wichtigste Tat, als ich Ministerin war? Oder wenn die sagen, Oma, erzähl mal, wie war es denn damals? Ich glaube, die wichtigsten Punkte waren, dass wir das Konzept der Batterieforschung in Deutschland vollendet haben. Also wir haben ja schon unter Annette Schavan begonnen, Batterieforschung und Entwicklung in Deutschland wieder auf ein erstklassiges Niveau zu kriegen, um da wieder wettbewerbsfähig zu sein. Und das war ein wesentlicher Punkt. Und dass wir uns für eine nationale Wasserstoffstrategie in der Regierung stark gemacht haben, dass wir die ersten Elemente für die Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht haben. Also Energieversorgung wirklich von der Forschung bis hin zur Anwendung zu denken und das auf erstklassigem Niveau, das ist für Deutschland, glaube ich, der relevanteste Punkt. Für mich persönlich ist der spannendste Punkt, dass wir angefangen haben, bei den Quantentechnologien konzeptionell ranzugehen und Quantentechnologieforschung in Deutschland auch nach vorne zu bringen. Naja, sagen wir mal so, ich kann grob erklären, ich sag mal, was der Unterschied ist zu einem klassischen Rechner, aber ich glaube, die Details, das ist so ein kompliziertes Feld. Aber das ist ein Feld, wenn Deutschland da wirklich spitzenmäßig ist, da können wir vielleicht auch manches nachholen, was wir in den letzten Jahren dann verpasst haben. Gut, wenn Sie es nicht ganz verstehen, bin ich beruhigt. Spektrum der Wissenschaft, was wir abonniert haben zu Hause, hat eine Titelgeschichte über die Quanten. Ich habe es nach 2 Seiten aufgehört, weil ich gedacht habe, das verstehst du nie. Ich bin froh, dass ich es auch nicht ganz verstehe als Forschungsministerin. Ewald, du hast Frau Karliczek, Sie erwähnten, dass Sie als Ministerin sehr kreativ waren und sein konnten. Aber Kreativität braucht der Tourismus heute auch ganz stark. Ja, und da würde ich gerne Sie fragen, wie kreativ können Sie hier sein oder müssen Sie sein nach der Corona-Phase mit Personalmangel, mit Mobilitätsproblemen? Also das, glaube ich, ist ein großes Feld, das nach Kreativität schreit. Absolut. Das Erste ist mal, dass man eine wirklich gesunde Bestandsaufnahme machen muss. Wo stehen wir denn? Gerade die vielen touristischen Bereiche haben eine Menge an Fachkräften verloren, die übrigens auch nicht wiederkommen. Das ist ein ganz großes Thema. Wo sind die denn geblieben, frage ich mich immer. Viele sind in Bereiche gewechselt, wo wir sicherere Arbeitsverhältnisse haben. Früher hat man immer gesagt, wer im Tourismusbereich arbeitet, wird niemals arbeitslos. Und jetzt haben die alle gelernt, dass es doch Situationen geben kann, wo sie arbeitslos werden. Und dann haben sie gelernt, dass es relevante Bereiche wie Einzelhandel, Pflege und so weiter gibt. Und es sind doch einige auch in andere Bereiche gewechselt, wo sie eben unterm Strich auch ähnliches Geld verdienen können und wo sie sicher sein können, dass ihr Arbeitsplatz auch in so einer Situation, wie wir sie in der Pandemie kennengelernt haben, dann erhalten bleibt. Und vielleicht sogar mit freundlicheren Arbeitszeiten, ne? Nicht unbedingt. Ich sag mal so, in der Pflege wird auch 24 Stunden gearbeitet. Auch im Einzelhandel ist ja nun auch, ich sag mal, sind die Arbeitszeiten in den letzten Jahren sehr ausgeweitet worden, weil einfach auch die Öffnungszeiten ausgeweitet worden sind. Ich glaube nicht, dass das der relevante Treiber war. Aber wenn man weiß, dass gerade auch im Tourismusbereich viele arbeiten, die nicht mal eben auf 30% ihres Gehaltes verzichten können, die eben ja obendrauf auch immer noch die, 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 die das
das Trinkgeld gehabt haben, wenn das plötzlich alles wegfällt, die mussten ja in großen Teilen eine Familie ernähren und dann musste es irgendwie weitergehen. Und wenn sie dann einen guten Arbeitsplatz angeboten bekommen haben, haben viele zugegriffen und haben dann die Branche verlassen. Ja, und jetzt steckt der Tourismus in einer gewissen Krise. Ich habe vorletzte Woche ein großes Interview in der FAZ gelesen mit dem Chef von Condor. Der sagt, wir haben zu wenig Piloten, wir haben zu wenig Begleitpersonal, wir haben zu wenig Flugzeuge. Da habe ich gedacht, in welcher Republik lebe ich eigentlich? Mhm. Dass plötzlich nach 2 Jahren Krieg und 2 Jahren Corona, überall stellt man nur fest, da sind wir schwach, da haben wir zu wenig. Haben Sie als Politikerin das Gefühl gehabt, dass Sie damals in der Regierung zu wenig getan haben? Oder woran liegt das, dass wir überall Mängel haben? Also die Idee der Corona-Hilfen ist ja gewesen, Strukturen zu erhalten, damit man eben danach nicht alles erst wieder neu sortieren muss und dann im Grunde direkt wieder durchstarten kann. Ja, aber das ist ja offensichtlich gründlich misslungen. Naja, ich glaube nicht, dass das gründlich misslungen ist. Ich glaube, dass das vielen Branchen schon geholfen hat, überhaupt ihre Strukturen zu erhalten. Aber was natürlich vorher schon ein Thema war, wir haben vorher schon sehr über Fachkräftemangel gesprochen. Jetzt kommt der Fachkräftemangel, der vorher schon da war, der verschärft sich noch, weil natürlich die Babyboomer jetzt Schritt für Schritt in den Ruhestand gehen. Die junge Generation ist zu klein. Die Zuwanderung geht doch eher träger, als man sich das gedacht hat. Wir haben ja, Detlef Scheele, der Chef der Agentur für Arbeit, sagt immer, wir brauchen jedes Jahr 400.000 Fachkräfte, damit wir unsere Arbeit fertig kriegen. Ja, wie viel haben wir? Also wir hatten ja damals immer so, in der Flüchtlingskrise hat man ja immer so über 200.000 Menschen jedes Jahr gesprochen, die zu uns kommen. Jetzt mal ohne zu unterscheiden, ob es jetzt Fachkräfte sind oder ob es dann auch Asyl ist. Am Ende geht es ja gerade auch in der Touristikbranche auch darum, ich sag mal, erstmal auch Hände zu haben, die dann auch die Arbeit machen. Von daher ist die Qualifikation ja ein Thema. Das andere ist ja auch Manpower zu haben, die überhaupt die Arbeit tun. Und insgesamt sind wir in allen Bereichen nicht stark genug, um im Grunde die Strukturen, wie wir sie heute haben, aufrechtzuerhalten. Was man aber nicht verkennen darf, es verändern sich auch Strukturen. Also ich komme jetzt aus einem ländlichen Wahlkreis, aus einer ländlichen Region, wo wir seit vielen Jahren ja schon den Strukturwandel gerade auch bei den Kneipen sehen. In so kleinen Dörfern gab es früher 10, 11 Kneipen. Da gibt es, wenn wir Glück haben, heute noch eine. Und vielfach tun sich ja die kleinen Dörfer schon schwer, eine Struktur aufrechtzuerhalten, wo sie dann noch größere Feierlichkeiten machen können. Und dieser Strukturwandel geht halt weiter. Er hat sich nur durch Corona massiv verschärft. Und wir müssen halt aufpassen, gerade der touristische Bereich, eine gute touristische Infrastruktur ist auch für die einheimische Bevölkerung Gold wert. Also die Strukturen aufrechtzuerhalten ist das eine. Aber in der Nach-Corona-Zeit, also ich hoffe, wir können bald von Nach-Corona-Zeit sprechen, fragt man sich, was muss denn neu gemacht werden, neu gedacht werden? Was muss sich da richtig ändern, weil die alten Strukturen nicht mehr dafür taugen? Also was sich gerade sehr stark ändert, ist die Vernetzung, dass man zum Beispiel im Bereich der Mobilität touristische Infrastrukturen und den öffentlichen Personennahverkehr, wie man ihn ja gerade im Busbereich vielfältig hat, dass man das zukünftig noch enger verzahnen muss. Also gerade die Digitalisierung kann an diesen Stellen helfen, unterschiedliche Verkehre besser zu vernetzen, zu harmonisieren, was zum Beispiel auch Abfahrtszeiten und solche Sachen angeht. Und dass wir zum Beispiel auch im Bereich der Regionen darüber nachdenken, wie kann man zum Beispiel das Caravaning für in strukturschwachen Regionen attraktiv machen, weil ein Platz, wo ich ein Wohnmobil stellen kann, das ist mit relativ kleinem Aufwand für eine Kommune gemacht, wenn sie denn eine attraktive Rundum-Infrastruktur hat. Man braucht eine Steckdose. Genau. Und ja, und man braucht noch ein bisschen mehr als nur eine Steckdose. Aber so sinnbildlich gesprochen. Ja, aber genau. Steckdose man nützt braucht das aber, um viele Gäste über dieses Caravaning, was ja ein gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, hat sich das ja noch mal verstärkt, eine hochinteressante Form von touristischem Reisen ist, dass man gerade in Strukturen, wo man vielleicht sonst nicht so üppig aufgestellt ist mit Hotelbetten und so weiter, kann man auch eben durch solche Maßnahmen, kleine Maßnahmen als Kommune, doch attraktive Infrastruktur schaffen für Gäste. Und das ist ja wichtig, dass wir halt über Deutschland, der Deutschlandtourismus läuft ja schon im Land wieder sehr gut, dass wir halt gucken, wo können wir da noch besser werden. Ja, aber auch da drückt ein anderes Problem, die Inflation. Plötzlich wird Wasser teurer, Strom teurer. Und der Karawanenmensch, der kommt nicht mehr, weil er das sich nicht leisten kann. Und naja, was sagt das Ausschussmitglied für Tourismus dazu? Wie kann man helfen?
wenn überhaupt. Ja, gerade bei denen, die sich einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil leisten, glaube ich, ist der letzte Euro Inflation, der im Moment dabei ist, der drückt noch nicht ganz so sehr. Aber natürlich wird es so sein, dass ein Teil derer, die vielleicht auch große Flugreisen gemacht haben, an dieser Stelle abspecken müssen, weil sie sich die Flugreise vielleicht nicht mehr leisten können. Aber ich glaube, der Inlandstourismus profitiert an dieser Stelle schon. Man muss halt mal sich das Gesamtgefüge angucken. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Incoming-Tourismus aus dem Ausland an? Denn der ist im Moment noch sehr schwach. Darf ich noch kurz auf die Verkehre zurückkommen, die Sie erwähnt haben? Im Moment hat man den Eindruck, man kann sich die Urlaubsreise aussuchen, ob man jetzt mit annullierten Flugzeugen reisen möchte oder mit überfüllten und verspäteten Zügen oder mit auf der verstauten Autobahn. Momentan ist eigentlich die ganze Situation ein Dilemma. Und andererseits haben wir Leute nach Corona einen großen Nachholbedarf an Reisen. Wie werden Sie reisen? Ich denke, wir werden mit dem Auto in die Berge fahren. Also wir werden uns auch das antun, dass wir mit überfüllten Straßen rechnen müssen. Genau. Aber vielleicht kann man eins tun, vielleicht kann man nachts fahren. Weil nachts hat man eine relativ gute Chance, dass es eben nicht ganz so voll ist. Ihrer Empfehlung ist das jetzt zu Ende mit der Nacht. Das ist ja das große Dilemma, dass wir zum Beispiel auch in den Bahnen im Moment mit dem 9-Euro-Ticket am Wochenende eine massive Überfüllung erleben. Wenn man dienstags bis donnerstags reist, geht es in der Regel. Ich bin jetzt auch Anfang der Woche fahre ich ja immer mit der Bahn auch nach Berlin. Das funktioniert. Aber es ist schon sehr, sehr voll, weil vieles eben auch Nachholeffekt ist. So ehrlich muss man ja auch sein, dass viele jetzt auch sagen, ich konnte in den letzten Jahren nicht reisen. Sie haben häufig das Geld auch gespart, was sie jetzt dann auch gerne ausgeben wollen. Und dann kommt wieder die Fachkräfteproblematik zum Tragen. Ja, und dann drehen wir uns ja wieder im Kreis und sind wieder am Anfang. Wir sind nicht am Anfang der Sendung, sondern mittendrin. Und deswegen machen wir jetzt eine kurze Werbe- und Denkpause. Und dann sind wir wieder da mit Anja Karliczek. Sie war früher Bildungs- und Forschungsministerin mit Ewald König. Und Korrespondentenbüro. Und Peter Brinkmann. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück in unsere Sendung Brinkmann und König. Und zu Gast bei uns ist Anja Karliczek. Sie war Bildungs- und Forschungsministerin im letzten Kabinett Angela Merkel und ist jetzt im Ausschuss für Tourismus als CDU-Bundestagsabgeordnete. Alle diese Probleme sollen und müssen gelöst werden. Sie haben ein Programm, das heißt Tourismus im ländlichen Raum. Sie haben schon über Karawanen gesprochen. Ich habe das Beispiel mit der Steckdose gebracht. Wenn die Infrastruktur im ländlichen Raum nicht da ist, dann kommt auch keiner. Aber es wird alles teurer. Gibt es irgendwelche Pläne, die Inflationssteigerung von staatlicher Seite auszugleichen für den Tourismus? Dass man sagt, den Gemeinden, also wenn die Leute nicht kommen, weil es zu teuer ist, tun wir was dazu? Naja, ich glaube, dass wir uns darauf einrichten müssen, dass wir die Inflation nicht durch Zuschüsse so schnell in den Griff kriegen. Denken aber alle. Ja, das ist, glaube ich, das, was zu kurz gedacht ist, weil die Inflation hat ja unterschiedliche Ursachen, die man eben auch so in der Form mit einem kleinen Zuschuss am Ende nicht wirklich bekämpfen kann. Wir müssen in dieser Situation sehr Acht darauf geben, dass wir aufpassen, dass wir niemanden zurücklassen, der es dringend braucht. Aber wir haben, glaube ich, ein Sozialsystem, was Mechanismen hat, dass die wirklich bedürftig sind, dass die am Ende auch unterstützt werden. Es wird ja auch immer vom Verfassungsgericht wieder überprüft, sind die Regelsätze in den Sozialhilfestrukturen hoch genug. Das, finde ich, ist ein Mechanismus, auf den man sich auch konzentrieren sollte, dass man da immer wieder guckt, passt das alles. Diese Zuschüsse sind eine Hilfe kurzfristig. Aber wir müssen halt aufpassen, der Staat muss langfristig in der Lage sein, denen zu helfen, die es am nötigsten haben. Und deswegen bin ich eigentlich kein Freund von spontanen Hilfsaktionen, sondern jetzt einmal eine gründliche Analyse zu machen, was hilft denn wirklich und was hilft langfristig. Corona hat einmal alles durcheinander gebracht durch den Krieg in der Ukraine, durch den Angriffskrieg von Russland. Sehen wir uns jetzt ja wieder in einer Situation, mit vielen Unwägbarkeiten und mit vielen Unsicherheiten umzugehen. Und wir müssen jetzt wirklich gucken, dass sich die Bundesregierung, die Ampel darauf konzentriert, dass sie die Maßnahmen ergreift, die sie auch möglichst lange durchhalten kann. Also ich bin kein Freund davon, diese ganzen kurzfristigen Aktionen zu machen. Sie haben eben schon die Bahn angesprochen.
Ich gönne jedem das 9-Euro-Ticket, darum geht es nicht. Aber das 9-Euro-Ticket läuft jetzt für 3 Monate. Die Arbeit machen müssen in den Bahnen, die haben schon nach dem ersten Wochenende gesagt, oh Gott, wie sollen wir denn damit fertig werden? Es bringt vieles durcheinander und die Bahn regelmäßig genutzt haben, die fühlen sich im Moment, glaube ich, auch so ein bisschen in die Ecke gedrängt, dass sie sagen, naja, das ist ja gut und schön, dass jetzt so viele mit der Bahn fahren, aber wir haben sie regelmäßig benutzt und für uns ist jetzt irgendwie kein Platz mehr da. Wir müssen jetzt stehen, wir müssen uns mit allen möglichen Unzulänglichkeiten auseinandersetzen. Das ist auch nicht schön. Ich glaube, wir müssen gerade, was die Bahn angeht, uns mal damit auseinandersetzen, wie kann man denn zum Beispiel auch Umleitungsstrecken schaffen oder wie kann man Ausweichstrecken schaffen, weil einfach die Infrastruktur zu klein ist für die vielen Bahnen, die in Deutschland fahren. Das ist ein sehr grundlegendes Problem. Eine Frage zum Ausschuss. Haben Sie das Gefühl, dass die Politik genug Verständnis hat für die Touristikbranche und umgekehrt? Die Touristikbranche auch genug Verständnis für die Politik? Das ist, glaube ich, etwas, worüber wir immer wieder reden müssen. Ich komme ja jetzt von Haus aus aus der Touristikbranche. Von daher glaube ich schon, dass meine Gesprächspartner wissen, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, unter was für Bedrängnissen sie im Moment auch arbeiten müssen. Aber es ist schon sehr spezifisch und sehr unterschiedlich in den Branchen, was sie für Sorgen haben. Wenn Sie sich die Luftfahrtbranche angucken, die jetzt eben auch mit Personalmangel am Boden kämpfen, die kämpfen ja nicht nur mit Personalmangel an der Luft, die kämpfen ja auch im Sicherheitsbereich mit Personalmangel. Wenn Sie dann die Busunternehmen angucken, die kämpfen mit den hohen Spritpreisen und mit Personalmangel. Dann gucken Sie sich die Bahn an, die im Moment mit dem 9-Euro-Ticket mit massiver Überfüllung und überhaupt nicht genügend Kapazitäten zu kämpfen hat. Gucken Sie in die Hotelbranche, dann sehen Sie, dass die massiven Energiepreissteigerungen neben dem Personalmangel auch ein Riesenthema sind. Wir werden diese vielen Unsicherheiten und diese vielen radikalen Preissteigerungen, die wir im Moment sehen, die schütteln den ganzen Markt durch. Und wir können jetzt eins nur tun, wir müssen da hingucken, wo die Not am größten ist und wo wir einfach auch mal gucken müssen, mit was für Mitteln kann man denn am schnellsten helfen. Wir haben uns in den letzten 10 oder 15 Jahren aufgrund sehr guter Konjunktur, sehr guter Lage, haben wir uns auch geleistet, sehr kompliziert zu werden in Genehmigungsverfahren, in Zulassungsverfahren. Wir haben auch ein sehr kleinteiliges Arbeitsrecht, ein enges Raster in unserem Arbeitsrecht. Wenn wir vielleicht an allen Strukturen jetzt mal einmal so ein bisschen schütteln und sagen, geht es nicht auch mit 1, 2, 3 Regeln weniger, dann ist das vielleicht das, wo man am schnellsten helfen kann. Da will ich mal kurz einladen, genau das habe ich von einem Reisespezialisten gehört am Wochenende. Es liegt ja nicht daran, dass wir nicht genug Leute am Boden haben, die Koffer schleppen, die stehen in einer langen Stange vor der Behörde, weil die Sicherheitspolizei da seinen Stempel drauf machen muss. Ja. Was sind denn das alles für Vorschriften? Muss jeder, der da beim Zoll verstehe ich ja noch, aber am Kofferband steht, eine Sicherheitsüberprüfung haben? Ja, jeder, der im Grunde hinterm Sicherheitsbereich oder im Sicherheitsbereich oder auf dem Vorfeld arbeitet, braucht ein einwandfreies Führungszeugnis. Und wenn ich zum Beispiel Menschen habe mit Zuwanderungsgeschichte, die haben im Zweifel diese ganzen Dinge alle noch gar nicht. Und dann sind die automatisch im Grunde von solchen Tätigkeiten ausgeschlossen. Und das scheint angesichts seiner sehr, sehr guten Konjunktur ein ziemlich großes Problem zu haben, dass wir für diese ganzen Arbeiten, für die man keine spezielle Qualifikation braucht, sondern vielleicht einfach nur ein einwandfreies Führungszeugnis, dass wir da eben wenig Leute haben, die das heute noch tun können. Und daran scheitert es im Moment. Aber das war zum Beispiel im Flugverkehr, haben wir ja zu Ostern schon gesehen, dass viele im Grunde durch den Sicherheitsbereich nicht durchgekommen sind und dann schon ihren Flug verpasst haben. Ja, aber die Frage ergibt sich doch daraus, was machen Sie denn als Politik, wenn Sie das erkannt haben? Sollen diese Stempel alle hinter dem Sicherheitsschalter bleiben und soll es weiterhin so lange dauern? Dann und lösen das waren das Problem ja nie. Probleme mit Ansage. Also das war ja eigentlich zu erwarten, ne? Das ist das, was ich immer gesagt habe. Normalerweise hätte man zu Ostern, als im Grunde Leute ihren Flieger nicht erreicht haben, weil die Schlangen so lang waren, hätte man schon wissen können, dass das im Sommer ähnlich sein wird. Und wenn eben die Flughäfen, zum Teil sind es ja gar nicht die Flughafenbetreiber selber, das sind ja alles unterschiedliche Firmen, dann hätten sie sich vielleicht auch mal frühzeitig mit der Politik, mit dem Verkehrsminister an dieser Stelle zusammensetzen sollen und überlegen sollen, was wäre denn eine Lösung dafür, dass jetzt das Problem auf die Tagesordnung kommt. Also zu Ostern hätte man es schon sehen können, dass es so war. Ja, hätte, Fahrradkette, das ist so ein alter Spruch. Auf der anderen Seite darf man eins nicht verkennen. Wir brauchen da, wo wir auf dem Vorfeld sind oder im Sicherheitsbereich,
brauchen wir hohe Sicherheitsstandards. Deswegen ist das Problem auch nicht mal eben durch eine Abschaffung zu lösen, sondern man muss, glaube ich, genau hingucken, wem will man das erlauben, auf dem Vorfeld zu arbeiten und was kann man halt für andere Sicherheitsmechanismen machen. Aber dass man so völlig ohne Sicherheitsüberprüfung die Menschen im Grunde auf dem Vorfeld arbeiten lässt, ich glaube, das ist auch nicht im Sinne derer, die dann in die Flugzeuge steigen. Sie haben zwei Fragen gestellt, vielleicht wissen Sie die Antwort darauf schon. Wie kann man denn das lösen? Naja, ich glaube, man muss ganz genau hingucken. Fehlt es einfach nur zum Beispiel einem Führungszeugnis, weil das Menschen sind, die zu uns gekommen sind, die aber ansonsten eben unauffällig waren? Kann man eine Alternative dafür finden, dass man, ich sag mal, in irgendeiner Form Mechanismus, einen Kontrollmechanismus findet, indem man zum Beispiel so jemanden nicht alleine arbeiten lässt? Ich glaube, wir werden jetzt sehr pragmatische Lösungen finden müssen, um das Problem zu lösen. Das ist aber nicht sehr deutsch, wenn ich als Österreicher das sagen darf. Ja, aber das ist genau das, was wir uns in den letzten Jahren auf gut sehr, sehr guter Konjunktur und sehr, sehr guter Zeiten einfach geleistet haben, wo wir jetzt, glaube ich, ein bisschen pragmatischer rangehen müssen. Es nutzt nichts. Wir haben nicht genügend Menschen, die alle unsere Standards erfüllen. Und wenn das so ist, wenn wir die Arbeit fertig kriegen wollen, müssen wir aber irgendwas tun. Wir können nicht einfach nur zugucken und sagen, ja, das ist jetzt so. Da ist ein gewisser Pragmatismus gefragt. Ja, und natürlich, dann ist es wieder typisch deutsch, wir wollen Sicherheit überall und aus dem Grunde müssen wir genau hingucken, wer für die Sicherheit verantwortlich ist. Genau. Das haben die meisten Leute, wissen das ja gar nicht, dass man dahinter ein Führungszeugnis braucht, wenn man hinter der Schranke ist. Ich habe immer gedacht, na komm, ich mache den Job, ich schleppe mal die Koffer. Ist nicht so. Nee, so macht Ihnen das Spaß oder hat Ihnen das früher mehr Spaß gemacht mit der Forschung? Naja, ich komme ja aus dem touristischen Bereich, von daher macht mir jetzt die Arbeit als tourismuspolitische Sprecherin großen Spaß. Und haben Sie gelernt, nicht? Genau, ich habe Hotelfachfrau gelernt, ich habe viele Jahre in einem Hotel gearbeitet und das ist mir auch ein Herzensanliegen, dass die Themen des Tourismus wirklich auch wahrgenommen werden. Auch, das sind ja vielfach Querschnittsthemen. Manchmal ist es Arbeitsrecht, manchmal sind es Genehmigungsverfahren, manchmal sind es halt die Probleme der Vernetzung. Eigentlich ist die Arbeit im Tourismusausschuss eine Querschnittsarbeit über ganz viele andere Themen, über rechtliche Themen, über arbeitsmarktpolitische Themen. Und gerade das macht es am Ende so spannend, dass man immer auch irgendwo so ein bisschen den Fuß in anderen Themen nochmal mit drin hat. Was natürlich anders ist, ist, wenn man auf der operativen Seite in einer Regierung arbeitet, dann muss man eine Entscheidung treffen, legt sie dann am Ende dem Parlament vor und hofft, dass das Parlament mitmacht. Aber man merkt, Sie sind mit mit vollstem Herzen dabei. Ich habe eine Frage, die Sie am Anfang gesagt haben, die Wasserstoffstrategie. Mhm. Warum fahren nur ganz wenige Autos mit Wasserstoff, wenn es schon diese Wasserstoffstrategie gab, als Sie der Regierung angehörten? Das ist ja jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Warum haben wir das Wasserstoffauto nicht entwickelt? Naja, weil die Nutzung des Wasserstoffs in Deutschland noch zu teuer ist. Also im Verhältnis zu den klassischen Antrieben waren bisher die Wasserstoffautos zu teuer in der Unterhaltung und auch in der Anschaffung. Und dadurch, dass wir den CO2-Preis gestartet haben, auch auf Mobilität und auf Wohnen, verändert sich ja Schritt für Schritt jetzt in den nächsten Jahren das Preisgerüst hinter all diesen ganzen Angeboten zu Lasten der fossilen Brennstoffe, zu Lasten im Grunde aller fossilen Nutzungen. Hin zu den nachhaltigen Nutzungsformen wie Wasserstoff oder wie eben auch Elektromobilität. Und dann verschiebt sich, dann hinterher werden all diese Dinge wettbewerbsfähig. Und wir haben damals mit diesem CO2-Preis begonnen, mit zwei Perspektiven. Wir haben gesagt, wir wollen mit einem kleinen Preis anfangen, sagen aber ganz klar, dieser Preis steigt, sodass sich jeder darauf einstellen kann. Also wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann weiß ich, dass das Auto, wenn ich es weiter eben mit fossilem Kraftstoff fahren will, dass es perspektivisch auch in den nächsten Jahren schon teurer wird. Und das Zweite war, dass wir ganz klar ein Signal an noch nicht wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle gesendet haben, dass das jetzt perspektivisch wettbewerbsfähig wird. Und auf diesem Weg sind wir. Wir können gucken, ob wir durch größere Sprünge, ob wir uns die leisten können, weil wir immer das Soziale auch abfedern müssen. Wir müssen halt auch gucken, dass jeder sich die Wohnung und letztendlich das Autofahren zum Arbeitsplatz noch leisten kann. Im ländlichen Raum gibt es keinen öffentlichen Personennahverkehr. Also Wasserstoffauto kommt irgendwann. Gehe ich von aus. Auto, aber vielleicht Lkw, Busse und so weiter. Und die darf ich noch schnell eine Ja-Nein-Frage stellen? Ja. Würden Sie jungen Leuten heute empfehlen, im Tourismus zu arbeiten oder sogar sich selbstständig zu machen? Ja, weil ich glaube, die Dienstleistung, die vielfach dahinter steckt,
die kann kein Computer wegrationalisieren. Und wir sehen gerade, dass im Dienstleistungsbereich die Löhne massiv steigen. Also auch bei der Frage, in welchem Beruf verdiene ich eigentlich gut, also, wird sich strukturell etwas verändern. Auf geht's, ja, in den Tourismus, nicht nur in die Ferien. Ja, und es gibt eigentlich ganz gute Perspektiven. Und wir bedanken uns, Ewald König vom Korrespondentenbüro. Und Peter Brinkmann, TV Berlin. Bei unserem Gast, Anja Karliczek. Sie waren Forschungs- und Bildungsministerin und sind jetzt im Ausschuss für Tourismus im Bundestag als CDU-Bundestagsabgeordnete. Danke für den schönen Überblick. Ich danke. Ja, und wir werden ein bisschen zuversichtlicher, dass die Ferien ja doch noch klappen, auch wenn wir 3 Stunden im Stau stehen müssen. Sie wagen ja die Staufahrt, indem Sie mit dem Auto in die Berge fahren. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder jeden Dienstag 18:15 Uhr, Brinkmann und König. Bis nächste Woche. Danke und tschüss.